Wie viele Heimaten kann ein Mensch haben? Mindestens zwei, sagt meine Freundin Nurten. Neun war sie, als sie hierher kam aus der Türkei. Wo bist du jetzt zu Hause? Hier, sagt Nurten, und dann hier und dort, dort auch. Was meint sie mit hier? Österreich? Irgendwie habe ich es bis jetzt verpasst, sie zu fragen, aber ich glaube nicht, dass sie, sagen wir mal, im Pustertal daheim ist. Ich übrigens auch nicht. Das sagt nichts über das Pustertal, sondern nur was über die Tatsache, dass ich bis jetzt wenig Gelegenheit hatte, dort heimisch zu werden. Es gibt Gegenden in diesem meinem Heimatland, die sind mir fremder als Grado. Nochmals, ich distanziere mich nicht von ihnen, aber sie haben sich von mir distanziert, also ferngehalten bisher, wie das Leben so spielt. In Grado fühle ich mich nicht sehr fremd. Ich gehöre zu der Generation, die praktisch an der italienischen Adria aufgewachsen ist. Naja, mehr oder weniger. Ich eigentlich weniger, weil ich viele lange Kindheitssommer auch in dem zugebracht habe, was jetzt das steirische Thermenland heißt. Damals the middle of nowhere, vornehm ausgedrückt. Mannshohe Kukurutzfelder, flirrend heiße Nächte. Viel später gab es eine Phase, in der war das Salzkammergut angesagt. Unglaublich schön, das Salzkammergut, aber ich habe lange gebraucht, bis ich aufgehört habe, mir darin verirrt vorzukommen. Eine Gegend, in der der Kukurutz Mais heißt und höchstens kniehoch wird. Eine Gegend, in der es Augusttage auf nicht mehr als 12 Grad bringen können, von den Nächten ganz zu schweigen. Dafür Triest, Venedig oder die verschlafenen kleinen ehemaligen Garnisonstädtchen im Banat. Auf Anhieb vertraut, vielleicht wegen Josef Roth und wegen der K&K-Architektur, die unser eins mit der Muttermilch. Hingegen sagen wir mal mitteldeutsche Kleinstädte, fremdes Ausland, schmucke Häuser, aber fremd. Gelegentlich auch Liebe auf den ersten Blick, sofort Nähe und Verbundenheit, als wäre man immer schon, als hätte man einander nie nicht gekannt. Wohlgemerkt, ich meine Städte, Orte, Landschaften. Du kommst zum ersten Mal hin und gehörst her, obwohl du vielleicht kein Wort von dem verstehst, was sie rund um dich reden. Ist mir schon passiert und dabei bin ich extrem sprachfixiert. Aber wenn Sprache Heimat ist, kommt es ohnehin auf die Klangfärbung an. Ich rede jetzt gar nicht vom hohen deutschen Norden, wo sie mich beim Bäcker verständnislos anstarren, obwohl ich eh Brötchen statt Semmeln verlangt habe. Mir genügt bayerisch, um zu wissen, dass ich in der Fremde bin. Wer den münchnerischen, behäbiger ländlicher Dialekt, eine die Gefahr des Verwechselns bergende Ähnlichkeit mit dem wienerischen, leichtfüßig und städtisch, ablauscht, muss Schweinsohren haben. Anderswo braucht es Menschen. Was mich anlangt, so bin ich in Berlin mehr daheim als in, sagen wir jetzt mal, St. Veit an der Glan. Weil in Berlin Leute wohnen, die ihr Heim mit mir teilen, wenn ich in Berlin bin, während ich in St. Veit an der Glan abends allein in einem Hotelzimmer sitzen müsste. Entschuldigung, das sind die Pollen. Es tut mir leid. Keine einzige ein Staatsgebiet umfassende Heimat also, sondern viele kleine Heimaten, heimatartige Stützpunkte innerhalb und außerhalb der Staatsgrenzen. Na und? Ich bin insofern fein heraus, als mir niemand ansieht, dass ich gar nicht im ganzen Land daheim bin, wenn ich sage, ich bin in diesem Land daheim. Und ich bin insofern fein heraus, als mir niemand Illoyalität diesem Land gegenüber unterstellt, weil die Frage, ob ich mich auch noch anderswo daheim fühle, gar nicht zur Debatte steht. Manche haben es da schwerer, weil man ihnen ansehen will, dass sie sich hier gar nicht daheim fühlen, auch wenn sie sich hier daheim fühlen. Weil ihnen abgesprochen wird, sich hier daheim fühlen zu dürfen, obwohl sie sich hier daheim fühlen. Oder weil man ihnen abverlangt, sich gegen jede andere Heimat zu entscheiden, wenn sie hier daheim sein wollen. Als ob geteilte Loyalität nicht auch auf Konfliktvermeidung statt auf Konflikte hinauslaufen könnte. Andererseits das geeinte Europa. Bin ich Europäerin? Naja, siehe oben. Rotterdam hat sich mir noch nicht erschlossen, zum Beispiel. Wofür Rotterdam nichts kann, ich aber auch nichts. Die jungen Menschen in meiner Umgebung, Auslandssemester da, Studienjahr an internationaler Einrichtung dort. Nachher pflegen sie Freundschaften zwischen Stockholm und Barcelona, haben Stützpunkte von Boston bis Rom. Ausweitung des Heimatbegriffs. Zugegeben, in den höheren Schichten ist immer schon Weltläufigkeit vorgekommen und für die Kinder aus wirklich armen Verhältnissen ist Boston nach wie vor weit weg.
Aber sehen wir das Positive. Insgesamt haben mehr Jugendliche mehr internationale Kontakte als früher. Und vielleicht stehen Freundschaften von Prag bis Lissabon eventuellen nationalen Feindschaften ja doch im Weg. Neulich wollte ich einem alten Freund nach seiner Rückkehr aus London bei der Wohnungssuche in Wien helfen. Ziemlich kosmopolitischer Mensch, der Freund. War Jahre in London und New York und was weiß ich wo sonst noch. Das klingt jetzt vielleicht blöd, sagte er, aber über die Donau gehe ich nicht. Dort fühle ich mich einfach fremd, verstehst du? Vollkommen. Josefstadt und Donaustadt, Hietzing und Döbling, Favoriten und Fünfhaus sind nur kompatibel, wenn man nicht in Wien aufgewachsen ist. So viel zu den Heimaten. Da passt dazu die Frage, sind Sie mobil? Mobil sollen wir sein, fordert die Wirtschaft, aufgeschlossen, unternehmungsfreudig, bereit, uns ständig auf Neues einzulassen. Aber leider, klagt die Wirtschaft, sind wir ziemlich unflexibel hierzulande und in Europa überhaupt. Peinlich sesshaft geradezu. Das wird uns nicht gut tun auf Dauer. Wurzelseppeln machen keine Karriere. Sind Sie mobil? Ich bin mobil einerseits. Ich pflege internationale Kontakte, bin neugierig auf Neues, habe eine Weile im Ausland gelebt und würde auch gerne wieder einmal anderswo leben, für eine Weile, zum Beispiel in einer großen Großstadt oder direkt am Meer. Einfach so, nur um zu erfahren, wie es sich dort so lebt. Andererseits bin ich wiederum nicht mobil. Denn nach einer Weile würde ich gern zurückkehren wollen und wenn ich zurückgekehrt wäre, hätte ich Sehnsucht nach den Orten, die ich wieder verlassen hätte. Ich hänge an meinen Freundschaften, ich hänge an meiner Sprache, ich hänge am Vertrauten. Für mich ist der Frühling kein Frühling an Orten, wo im Frühling kein Flieder blüht. Ich hänge an den Ecken, an denen meine Erinnerungen hängen, aber manchmal hängt mir das Gewohnte kreuzweise zum Hals heraus. Ich sehne mich nach Veränderungen, aber im Veränderten überfällt mich das Heimweh. Was ist Mobilität? Was ich möchte. Unterwegs sein mit Rückkehrrecht, und zwar dann, wenn ich möchte. Neue Freundschaften schließen, neue Erfahrungen machen, aber freiwillig. Neue Gegenden liebgewinnen, einer spannenden Aufgabe entgegenziehen. Was ich nicht möchte. Brücken abreißen müssen, mich fremd fühlen, einsam sein, meine Sprache aufgeben sollen. Beim Knüpfen neuer Kontakte wissen, dass sie nicht für länger sein können. An Orten sein, wo mir nichts was bedeutet und wenig dazu angetan ist, mir ans Herz zu wachsen. Mitziehen müssen, damit ich meinen Partner nicht verliere. Meinen Partner zwingen, mit mir zu ziehen, wenn er mich nicht verlieren möchte. Meine Kinder entwurzeln, wenn sie gerade Wurzeln geschlagen haben. Was ist gemeint, wenn die Wirtschaft Mobilität von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen verlangt? Kosmopolitisches Vertrautsein mit verschiedenen Orten und Kulturen basierend auf souveräner Selbstbestimmung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit oder Wanderarbeit und Heimatlosigkeit? Die USA werden uns gerne als Beispiel vorgehalten, doch die sind kein taugliches. Erstens verlangen Umzüge innerhalb der Vereinigten Staaten kein Umsteigen auf neue Sprachen und weniger Umstellung, was die Bedingungen des täglichen Lebens betrifft. Und zweitens sind die USA eine Klassengesellschaft mit absturzgefährdeten Mittelschichten und einer deutlich privilegierten Oberschicht. Sind wir inzwischen auch schon. Die Oberschicht mit ihren Familiensitzen ist mobil und verwurzelt. Alle anderen Bevölkerungsgruppen unterliegen einer Zwangsmobilität, diktiert von sich verlagernden Arbeitsplätzen und einem Immobilienmarkt wie ein schwankendes Schiff, wo man ständig aufs Neue nach festem Tritt suchen muss, weil Wohnviertel ihren Wert in kurzer Zeit drastisch ändern und weil die Adresse mehr noch als bei uns dem hoffentlich steigenden sozialen Status angepasst werden muss. Wollen wir das? Eine Spaltung in Nobilitar und wanderarbeitendes Volk? Oder was sonst soll Mobilität sein? Es ist ein Unterschied, ob man unbeweglich ist, aus kleinkariertem Misstrauen gegen alles Neue, aus selbstzufriedener Beschränktheit, die einen nicht über den Tellerrand schauen lässt, aus chauvinistischer Überschätzung des eigenen und dummer Geringschätzung des Fremden oder weil man wenig Lust hat, sich das Aufgeben von Liebgewonnenem und Vertrautem anschaffen zu lassen im Interesse der Kapitalflüsse und Gewinnmaximierungen. Wer Mobilität von anderen fordert, soll deutlich sagen, was er darunter versteht.
Weltoffenheit zu verlangen und Wanderarbeit zu meinen, ist unfair. Denen, die keinen Bock auf Wanderarbeit haben, zu unterstellen, sie seien deswegen stumpf, dumpf und chauvinistisch, ist ebenfalls unfair. Natürlich gibt es sie, die Dumpfen und Beschränkten, die Menschenfeindlichkeit für Heimattreue halten. Aber mangelnde Übersiedlungslust ist nicht ihr wesentliches Merkmal. Im Übrigen sollen die schicken Pendler und Pendlerinnen zwischen New York, Berlin und Sydney ihre Aufgeschlossenheit nicht überschätzen. Wissen Sie wirklich, wie sich's in der Bronx oder in Teltow lebt? Verkehren Sie öfters mit Menschen, die nicht zwischen New York, London und Sao Paulo pendeln? Interessieren Sie sich für das, was außerhalb der International Community vorgeht? Oder leben Sie im geschlossenen Reservat derer, die zwar den Ort ihrer physischen Präsenz wechseln, nicht aber ihr intellektuelles und emotionales Bezugsfeld? Dann unterscheiden Sie sich allenfalls marginal von den Hockenbleibern, die halt von Urlaubsreisen abgesehen nur zwischen Daviden, Benzing und Favoriten pendeln. Das wäre nicht verwerflich, sollte aber ein gewisses Verständnis für die Hockenbleiber stimulieren. Überall zu Hause zu sein, ist eine schöne Vorstellung. Aber nur deshalb überall zu Hause zu sein, weil man nirgends zu Hause ist, klingt weniger gut. Die nächste Geschichte heißt Manieren, Manieren. Ich fahre in der Bahn. Neben mir bohren sich die dreckigen Latschen des jungen Mannes von schräg gegenüber in die Sitzpolsterung. Ich gehe auf der Straße, vor mir lässt eine Frau ihre ausgelutschte Saftpackung auf den Gehsteig fallen. Entspannte Menschen ringsum. Sie rempeln und rüpsen, sie brennen dir mit ihren Zigaretten im Vorübergehen lässig Löcher ins Gewand, hinterlassen fettige Pizzakartons auf U-Bahn-Sitzen, spucken dir vor die Füße und plärren neben dir so laut in ihre Handys, dass du am Rande eines Gehörsturzes stehst, der allerdings insofern eine Wohltat wäre, als du dann nicht erfahren müsstest, was sich die Jenny von der Oma zum Geburtstag wünscht. Im Radio salbadert einer, wie arm unsere Kinder heutzutage seien, nichts als Zwang und Unterdrückung und immerzu sollten sie sich still und artig betragen. Wann bitte hat dieser Mensch zum letzten Mal ein Kind getroffen? Neulich beim Zahnarzt. Ausgelassene Kleine spielen unter gellendem Geschrei, fangen und rütteln an den Sesseln kreuzmaroder Greisinnen, stolz beäugt von ihren Müttern. Ich weiß, ich klinge jetzt nach bissiger Alter, aber sei es drum, ich stehe zu meinem Grand angesichts der rauen Sitten in Zeiten des Faustrechts. Was mich jedoch von den üblichen Meckerern über die Manierlosigkeit der Gegenwart unterscheidet, ist dieses. Ich weine keiner angeblich besseren Epoche nach. Ich leide zwar unter der angesagten Rücksichtslosigkeit, aber ich behaupte nicht, dass früher allgemeine Rücksichtnahme üblich war. Was angesagt war, war mehr Hierarchie. Früher haben die kleinen Mädchen geknickst und die kleinen Buben einen Diener gemacht, aber auch nicht vor jedem Erwachsenen. Früher haben die Herren den Hut gezogen, aber nur vor anderen Herren, nicht vor Männern. Früher hat man Damen den Vortritt gelassen, sofern sie Damen waren. Dafür haben erwachsene Frauen vor gnädigen Frauen geknickst und waren Stubenmädel trotz grauer Haare. Und junge Herren durften herrisch sein gegenüber dem Alter, dem Respekt ja bloß dann gezollt wurde, wenn es dem entsprechenden Stand angehörte. Manieren waren auch und nicht zuletzt ein Herrschaftsinstrument. Sie dienten dazu, die Machtlosen zu reglementieren und die sozialen Klassen voneinander zu unterscheiden. Und sie waren Erkennungszeichen unter Angehörigen derselben Gesellschaftsschicht. Wer die Spielregeln bürgerlichen oder aristokratischen Benehmens nicht beherrschte, konnte ganz leicht als Parvenu enttarnt und ausgestoßen werden. Dass die 68er aufräumen wollten mit den steifen Benimmzwängen der Nachkriegszeit, hatte als Hintergrund das Ideal der klassenlosen Gesellschaft. Nicht länger sollten furchtsame Kinder widerspruchslos in die sozialen Fußstapfen ihrer Eltern treten, sondern angstfreie, selbstbestimmte Menschen sollten gleiche Chancen wahrnehmen können. Hat nicht ganz funktioniert. Vor allem deswegen nicht, weil sich das Ideal der klassenlosen Gesellschaft nicht durchgesetzt hat. Stattgefunden hat lediglich eine gewisse Demokratisierung der Rüpelhaftigkeit im öffentlichen Raum. Das Proletariat darf zwar furchtlos fettige Burgerpapieren auf dem U-Bahn-Sitz zurücklassen, aber damit ist seine Chancengleichheit auch schon weitgehend erschöpft.
Und wenn selbstbewusste Eltern, wie es nicht selten vorkommt, der Tagesmutter erklären, sie solle ihren kleinen Liebling gefälligst nicht darauf dressieren, Bitte und Danke zu sagen, dann dient das nicht der kindlichen Würde, sondern der Präpotenz der Eltern, die in der Tagesmutter offenbar untergebenes Personal und ihren Nachwuchs als geborenen Anschaffer sehen. Benimmkurse boomen neuerdings, heißt es. Boomen sie, weil den Rüpelhaften ihre Rücksichtslosigkeit selber auf die Nerven geht? Ich fürchte, nein. Wer Benimmkurse bucht, bucht sie vor allem, um in einer Welt der harten Konkurrenz durch Manieren zu punkten, die als soziales Selektionskriterium verstanden werden. Man lernt Anrederegeln, Dresscodes, das Erstellen einer Tischordnung oder den richtigen Umgang mit Fingerschalen und Austerngabel, um sich nur ja nicht durch Uninformiertheit zu blamieren. Was also boomt, sind gute Manieren zum Zweck der Abgrenzung von den Unwissenden und im Dienste sozialer Schranken. Zugegebenermaßen ist die Grenze zwischen Etikette um der Etikette willen und durchaus sinnvollen Regeln fließend. Manchmal wünsche ich mir, mein Tischnachbar hätte, überholten Drill folgend, das Essen mit angelegten Armen trainieren müssen, statt mit den Ellbogen rudern zu dürfen. Und manchmal würde ich meinem Vis-à-vis gerne streng ein altmodisches »Mit vollem Mund spricht man nicht« zurufen, aus Selbstschutz, nicht aus gouvernantenhafter Pedanterie. Mehr Manieren hätten schon was für sich, wenn Manieren sozialverträglichere Umgangsformen bedeuteten, also beispielsweise keine Drecklatschen auf Sitzen und kein Unter-sich-Lassen von Müll und eine Wortwahl, die ein gewisses Ausmaß von Wohlwollen und Respekt signalisiert. Dass diese Umgangsformen auch früher nicht gewährleistet waren, heißt nicht, dass leichten Herzens auf sie verzichtet werden kann. Und deshalb ist es schade, dass sich statt mehr Höflichkeit für alle Rüpelhaftigkeit von allen durchgesetzt hat. Der Anstandsboom allerdings wird daran, fürchte ich, wenig ändern. Allenfalls beschert er uns mehr Rüpel mit Austerngabeln. Gebürtig heißt die nächste Geschichte, das ist auch ein Romantitel vom Schindel, aber also gut, das hat damit, ist natürlich nichts vom Schindel abgekupfertes. Ein gebürtiger Österreicher hat den Nobelpreis bekommen. 9 Jahre durfte er nach seiner Geburt hier leben. Dann musste er vor den Nazis in die USA emigrieren. So sagen sie es in den Radionachrichten. In die USA emigrieren. Künftige Nobelpreisträger mussten nicht flüchten, sie haben sich im Alter von 9 Jahren zum Auswandern entschlossen. Auswandern ist die Alternative zum Dableiben. Flüchten hingegen würde suggerieren, es hat keine Alternative gegeben. Der künftige Nobelpreisträger hat sich, so sagt die zurückhaltende Vokabel emigrieren, absehbaren Misslichkeiten entzogen. Niemand leugnet die Misslichkeiten, aber, so klingt es durch, es bestand die Möglichkeit, sich ihnen zu entziehen. Die Missliebigen konnten wählen zwischen der Konfrontation mit den Misslichkeiten und dem Angebot, ihnen den Rücken zu kehren. Die stets am Köcheln gehaltene Vorstellung, es sei die Flucht für die Missliebigen nicht die einzige Möglichkeit gewesen, ihre Haut zu retten, sondern bloß ein Ausweichen vor Ärger, hat seinerzeit sogar dazu geführt, dass man Bruno Kreisky im Wahlkampf vorwerfen konnte, er habe die Heimat im Stich gelassen, weil er geflüchtet sei. So barsch verfährt man mit dem Nobelpreisträger nicht, immerhin. Außerdem klingt Flüchten sicherlich zu dramatisch für die Nachrichten, die ja in der Sprache sachlicher Information abgefasst sein sollen. Dramatisch darf die Situation nur für diejenigen sein, die versuchen, durch Flucht ihre Haut zu retten. Doch die Darstellung des Geschehens für die zu Informierenden muss emotionslos bleiben. Die zu Informierenden werden auf einer emotionslosen Ebene über die Situation derjenigen informiert, die würgende Angst um ihr Leben treibt. Die einen haben Angst und die anderen sind nur deswegen imstande, deren Lage zu beurteilen, weil sie sich den Blick auf diese Lage nicht durch die Angst der Bedrohten verstellen lassen. Mit 9 ist er also emigrierter Nobelpreisträger, unser Nobelpreisträger. Jetzt ist er 70 und Amerikaner. In den USA ist er aufgewachsen, dort wurde er ausgebildet, dort hat er überleben dürfen. Aber er ist gebürtig aus Österreich, wo er nicht überleben hätte dürfen. Deswegen ist er unser Nobelpreisträger. Zuerst war sein Blut zu schlecht für dieses Land, jetzt ist es wieder gut genug. Was ist wieder gut? Nichts ist wieder gut.
Die Gegenwart ist nicht so schlecht, wie es die Vergangenheit schon war, aber das ändert nichts an der Schlechtigkeit der Vergangenheit. Und deswegen ist es schlicht vermessen, den Nobelpreisträger für uns zu reklamieren, der im Alter von 9 Jahren aus diesem Land vertrieben wurde. Die meisten von uns Heutigen können nichts dafür, dass der jetzige Nobelpreisträger damals vertrieben worden ist. Aber für seine nobelpreiswürdigen Leistungen können wir genauso wenig. Was verbindet uns mit ihm? Ein nobelpreiswürdiger Genkrümel? Hinter dem Stolz auf den gebürtigen Österreicher steckt der gleiche Ungeist, der den gebürtigen Österreicher seinerzeit zum Fremden erklärt, bedroht und weggetrieben hat. Die Idee von der genetischen Verbundenheit eines Volkes, nur dass jetzt, bisweilen, wenn es opportun ist, der Kreis der Verwandtschaft erweitert wird. Wenn er den Nobelpreis kriegt, dann ist auch ein Jude ein echter Österreicher, sogar wenn er Amerikaner ist. Ein gebürtiger Österreicher, peinlicher Stolz. Dieses Land hat ihn hervorgebracht. Nein, dieses Land hat ihn vertrieben. Nein, das Land kann nichts dafür, auch nicht seine gesamte Bevölkerung. Differenziert Schuld zuweisen. Differenziert entschuldigen. Der differenziert darf auch nicht pauschal schmückende Federn beanspruchen. Keine Kollektivschuld, kein Kollektivverdienst. Kindheitsjahre prägen, kein Zweifel. Es ist nicht gleichgültig, wer, wo, wie 9 Jahre alt geworden ist. Die prägenden Kindheitserlebnisse des Nobelpreisträgers lassen sich nicht auf die Formel Österreich bringen. Die Gemeinsamkeiten zwischen einem Kind aus einer bürgerlichen Wiener jüdischen Familie, das 1938 9 Jahre alt war, und, sagen wir, einem gleichaltrigen Tiroler Bauernsohn sind vermutlich minimal. Inwiefern sich kindliche Prägungen des gebürtigen Österreichers wenigstens auf die Formel Wien bringen lassen, ist nicht beantwortbar. Er verdanke Wien sein Interesse für Musik, sagte Nobelpreisträger Eric Kandel in einem Interview. Berufen wir uns also auf das kulturelle Erbe eines überproportionalen Interesses für Musik, wenn wir teilhaben wollen an seinem Ruhm? Wir Wiener und Wienerinnen, die in überwältigender Mehrheit Oper, Musikverein und Konzerthaus vorwiegend von außen kennen und jede Menge Trivialpop hören und höchstwahrscheinlich nicht einmal das mit mehr Kennerschaft und intensiverem Engagement als gebürtige Düsseldorfer? Gebürtiger Österreicher, musste Wien wegen seiner jüdischen Herkunft verlassen, lebt jetzt in Amerika und trägt dort dankenswerterweise zu Ruhm und Ehre unseres gemeinsamen Vaterlandes bei. Ach ja. Es war einmal ein Land namens Österreich, in dem beschäftigten sich musische Menschen den ganzen Tag mit den schönen Künsten, bis ganz plötzlich die bösen Nazis kamen. Daraufhin müssten diejenigen, die blöderweise jüdischer Herkunft waren, Österreich verlassen. Aber die hierzulande in der Luft bzw. uns allen im Blut liegende Genialität ist ihnen geblieben, weswegen sie dem Land immer noch dankbar sind und sich freuen, dass sie unser gemeinsames Ansehen heben können. Kennen wir. Wäre schlimm genug. Aber vielleicht muss man froh sein, solange noch verdrängt wird und nicht nur mehr stolz dazu gestanden. Tja. Ich wirke jetzt ein Jobwunder. So heißt die nächste Kolumne, nämlich ich wirke ein Jobwunder. Angesichts der brisanten Wirtschaftslage habe ich mich entschlossen, Arbeitgeberin zu werden. Wir müssen jetzt alle unseren Beitrag leisten. Mein Beitrag ist, dass ich ein kleines Jobwunder bewirke. Das sieht so aus, dass ich ab sofort eine Reihe von Arbeitsplätzen zur Verfügung stelle. Nein, bitte keinen Applaus oder höchstens ein kleines bisschen oder ein bisschen mehr, wenn ich bitten darf. Also, Jobwunder. Simsalabim, folgende Jobs sind in meinem Haus zu kriegen. Eine Stellung als Frühstückstischdecker oder Deckerin. Eine Stellung als Bügler oder Büglerin. Eine Stellung als Bodenwischer, Bodenwischerin. Eine Vertrauensstellung als Hundefellentfilzer oder Entfilzerin. Ein Posten als Einfahrtstorschieber, Schieberin. Eine qualifizierte Tätigkeit als Französisch-Vokabelabfrager, Abfragerin. Das ist nicht alles, ich erspare mir jedoch die weitere Aufzählung. Falls Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte, ich bin sicher, dass ich irgendeine Arbeit für Sie habe. Sie werden natürlich flexibel sein müssen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dann zu arbeiten, wenn Arbeit vorhanden ist. So hat es eine Führungspersönlichkeit kürzlich in einer Fernsehdiskussion treffend ausgedrückt. Genau. Es hat wenig Sinn, wenn Sie mein Einfahrtstor zu einem Zeitpunkt zur Seite schieben, an dem ich gar nicht einfahren will.
Wir brauchen mehr besondere Arbeitszeiten und Arbeitsformen, sagte eine andere Führungspersönlichkeit in derselben TV-Diskussion ganz richtig. Da ich vorwiegend spät nachts heimkehre, die Diskussionsveranstaltungen, bei denen ich für neue Arbeitsformen eintrete, dauern leider immer so lang, werden Sie sich eben bequemen müssen, der Tätigkeit des Einfahrtstorschiebens bei mir nachts nachzugehen. Sie können ja davor ein kleines Nickerchen machen. Wenn ich bei einer Diskussionsveranstaltung bin, bleibe ich gut und gerne 3-4 Stunden weg. Da geht sich ein erholsamer Kurzschlaf für Sie spielend aus und wenn ich komme, sind Sie wieder frisch. Das Modell des Nickerchens zwischendurch, in der gewissen TV-Debatte empfohlen durch einen Hotelier, hat sich ja schon früher bestens bewährt. Bereits zu Großmutters Zeiten, und wie Sie wissen, schätzen Rezepte aus Großmutters Zeiten wieder sehr, hielt sich die treue Resi fit, indem sie auf der Ofenbank ein wenig döste, wenn sie das Geschirr gewaschen hatte und die Herrschaft war noch nicht aus dem Theater zurück. Besonders auf dem Dienstleistungssektor herrscht ein hoher Bedarf an Flexibilisierung, ein Wirtschaftsexperte in einem Radiointerview. Dienstleistung heißt Dienen und Leistung, ein Personalchef in der bewussten Fernsehdebatte. So ist es. Sie können mir also alle möglichen Dienste leisten, aber nicht zu starren Bedingungen. Wir gehen es beide ganz locker an, bedarfsorientiert. Autonom machen wir uns aus, woran ich Bedarf habe. Als zwei selbstständige Persönlichkeiten sitzen wir einander am Verhandlungstisch gegenüber. Sie haben keinen Job, aber ich habe ein Haus, in dem gearbeitet werden soll. So haben wir beide was in der Hand. Ich sage Ihnen schon einmal, woran ich keinen Bedarf habe. Daran, Ihnen ein anständiges Gehalt zu zahlen, Ihnen Kündigungsschutz zuzusichern, Pensionsbeiträge für Sie locker zu machen. Ich muss schließlich konkurrenzfähig bleiben. Ich muss schließlich investieren. Investiere ich nicht in neue Vorhänge, wird der Posten des Vorhangzuziehers bei mir überflüssig und das werden Sie doch sicher nicht wollen. So wenig wie ich vor den konkurrierenden Haushalten ohne Vorhänge dastehen mag. Was heißt das von dem, was ich zu zahlen bereit bin, können Sie nicht leben? Sie haben dann einen Arbeitsplatz. Haben Sie das vergessen? Ich habe versprochen, für Arbeitsplätze zu sorgen. Ich habe nicht versprochen, dass Sie von Ihrer Arbeit leben können. Außerdem könnten Sie ja auch mehrere der angebotenen Jobs annehmen. Sie werden von der Bezahlung zwar noch immer nicht leben können, aber die zu erledigende Arbeit gibt es nun einmal und sie muss getan werden und die Zeit der Sozialschmarotzer, die für null Geld einfach null leisten wollen, die ist vorbei. Wir müssen den Sozialstaat ausmisten, sagte eine deutsche Fernsehmoderatorin in einer deutschen Fernsehsendung über das Ende des Sozialstaats. Und sie sagte es mit der ganzen Autorität ihrer bedeutenden Funktion, die zu Recht hoch bezahlt wird, im Gegensatz zu fragwürdigen Tätigkeiten wie der der Altenpflege. Oder wie ein angesehener Wirtschaftsexperte im Radio zum Jobwunder in den USA so einleuchtend anmerkte, die USA hätten zwar die Nachteile der sozialen Unsicherheit und des Phänomens der Working Poor zu tragen, aber was wiege das schon gegen den Vorteil der vermehrten Arbeitsplätze? Was heißt das, Sie haben Kinder zu versorgen? Wozu haben Sie denn überhaupt Kinder in Ihrer Lage? Als die treue Resi seinerzeit ihren Dienstgebern vorübergehend untreu war und in der Folge zur Strafe schwanger wurde, hat sie wenigstens noch gewusst, was sich gehört und den Pamperletsch vorm Kloster abgelegt. In anderen Ländern punkten sie mit Kinderarbeit und sie kommen mir allen Ernstes mit Rücksichtnahme auf ihre Fratzen. In Zeiten wie diesen müssen wir solidarisch sein. Unsere Solidarität hat nicht den arbeitenden Kindern zu gelten, sondern denen, die das Lohndumping der Länder unterbieten müssen, wo Kinder arbeiten. Was heißt das? Was haben Sie davon? Sie haben davon, dass sie in einem Konsumparadies leben, in dem die Läden noch dazu demnächst rund um die Uhr offen halten werden. Nehmen wir an, Sie haben bei mir den Job als Hundefellentfilzerin und ich brauche Sie gerade nicht. Und all die anderen, bei denen Sie noch alle möglichen anderen Jobs haben, brauchen Sie auch gerade nicht. Wissen Sie, was Sie da am besten tun? Sie spazieren gemütlich durch ein angenehm klimatisiertes Einkaufsparadies. Klaro können Sie nichts einkaufen, weil Sie ja kein Geld haben. Aber Sie können von morgens bis abends Personal in Anspruch nehmen. Ist das nichts? Ich werde Ihnen jetzt was sagen. Diesen klassenkämpferischen Gestus können Sie sich abschminken. Der ist out. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das soziale Netz, kaum geknüpft, zerreißt rasant. Na und? War doch eh ein verdammt unschicker Fetzen, oder? Applaus
Entschuldigung, ich habe ein bisschen Probleme mit der Atmung, aber es hat sicher mit dem Pollen zu tun. Und ich wollte Sie jetzt fragen, was glauben Sie denn, wann das Stoppwunder geschrieben wurde? In welchem Jahr wurde das Stoppwunder, dieser Text jetzt, wann habe ich den, glauben Sie, geschrieben? 1976. Na, nicht ganz. Noch ein Angebot. 85 ist schon näher. 97. Aber ich finde, das ist immer noch, ja, leider ziemlich aktuell. So, ich schließe das jetzt hier ab mit einem etwas lustigeren Text. Damit du was trinken kannst. Wenn, einfach, ja, nach dem vielleicht, und ja, dann hätte ich gerne einfach nur Wasser, ein klares, ja. Okay. Was helfen für die ein Glasl Wasser ohne, ein Glasl stilles Wasser, aber vielleicht danach machen wir 5 Minuten Pause, wenn ich darf. Gut. Also, die Geschichte heißt Funktionenvielfalt. Eigentlich sehnen wir uns nach einem einfachen Leben mit einfachen Gebrauchsgegenständen. Doch so einfach erfüllt sich dieser Wunsch nicht. Die moderne Technik kann ja unerhört viel, und deshalb kann auch jedes Gerät unerhört viel, viel mehr, als wir überhaupt jemals durchschauen. Ehrlich gestanden macht mich das ein klein wenig nervös. Zum Beispiel die Waschmaschine. Wenn es nach mir ginge, müsste sie die Luftfeuchtigkeit in Hongkong nicht anzeigen. Aber da sie es nun einmal tut, schaue ich gelegentlich auf die Anzeige. Und als sie neulich anzeigte, in Hongkong läge die Luftfeuchtigkeit bei 350%, kamen mir leise Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit. Wer weiß, dachte ich, jetzt irrt sie sich nur bei Hongkong, aber bald vielleicht auch bei Wien und demnächst womöglich bei unseren Socken. Und wenn alles schief geht, schleudert sie die Socken vor dem Waschen oder kocht mir die Seidenblusen zu Gulasch. Ich zog deshalb die Gebrauchsanleitung zu Rate. Dankeschön. Darin stand: Wir gratulieren Sie zu gekauften Dismakin. Vor Anwerfen ist geraten zu bauen Schokogesteck. Sie befestmachen Wasserzulaufschlauch in Gewindel A ab Bild, sofern Wasserdruck unterhalb 9,5 bar. Irgendwie wurde ich daraus nicht so richtig klug, weshalb ich einen Fachmann zu kommen bat. Der Fachmann wollte anfangs nicht einsehen, weshalb er zu mir fahren sollte, statt dass ich die Waschmaschine bei ihm vorbeibrachte, ließ sich jedoch umstimmen, als ich mich bereit erklärte, ihm die Hälfte unseres Gartens zu überschreiben und seine 6-jährige Tochter bis zum Ende ihres Studiums zu finanzieren. Der Fachmann kam also, blickte streng auf die Maschine und fragte: Ist die Stoßdämpferhalterungslasche ordnungsgemäß entgegen der Drehrichtung mit dem unteren Sprüharmfilter verbunden? Beschämt gestand ich, dass ich es nicht wusste. Das verärgerte den Fachmann ein wenig, weil er es demütigend fand, sich mit einer technischen Analphabetin unterhalten zu sollen. Was ihn anlangte, so war er mit meinem vorsintflutlichen Waschmaschinenmodell, 2 Jahre alt, nicht vertraut genug, um den unteren Sprüharmfilter zu finden. Aber das machte nichts, weil er inzwischen sowieso erkannt hatte, wo der Hase im Pfeffer lag. Sie haben die Toasterfunktion nicht ausgeschaltet, sagte er. Das bringt natürlich alles durcheinander. Meine Waschmaschine hat eine Toasterfunktion, fragte ich voreilig, denn für so viel Ahnungslosigkeit hatte der Fachmann nur noch verächtliches Schweigen übrig. Stumm drückte er ein paar Knöpfe, ließ sich vor mir eine Verzichtserklärung auf 3/4 unseres Gartens sowie eine Generalvollmacht für mein Konto im Minus Edge unterschreiben, stieg in seine Stretch-Limousine und brauste davon. Sein Chauffeur würdigte mich keines Grußes, aber das hatte ich wohl verdient. Immerhin, die Waschmaschine hatte aufgehört, 350% Luftfeuchtigkeit in Hongkong anzuzeigen. Sie zeigte jetzt gar nichts mehr an. Dafür kochte sie unsere Socken zu Gulasch und schleuderte die Seidenblusen ohne Ende. Ein wenig verzagt machte ich mich auf, eine neue Waschmaschine zu kaufen. Haben Sie eine, die nichts weiter kann als waschen? Fragte ich im Geschäft. Der Verkäufer musterte mich irritiert. Man sah ihm an, dass er kapriziöse Kundinnen nicht schätzte. Außerdem war er für DVD-Player zuständig. Schließlich fand ich einen Kollegen, der im Lager einen alten Videorekorder fand, ohne Toasterfunktion, aber mit 7 Waschprogrammen. Obwohl ich unter uns im Endeffekt nur 3 Waschprogramme wirklich brauche, griff ich zu, denn der Verkäufer sagte, ein simpleres Modell würde ich auf dem Markt nicht mehr entdecken.
Nun bin ich fürs Erste versorgt. Allerdings widerstrebt es mir, die diversen nicht mehr waschenden Waschmaschinen einfach wegzuwerfen, die sich in unserer Garage angesammelt haben. Sie waschen zwar nicht, aber eine davon gibt nach wie vor tadellos die Uhrzeit bekannt. Eine andere berechnet den Benzinverbrauch von 5 bekannten Automarken auf 100 Kilometer. Und eine dritte spielt ganz entzückend für Elise, während sich die Trommel dreht und das Flusensieb Wasser spuckt. Hätten Sie vielleicht Interesse? Vielen Dank. G gibt mir Geld. Ich bin nicht arm, ich verdiene sogar ziemlich gut, aber es gefällt ihm, mich als eine Person zu sehen, der mit finanziellen Zuwendungen Freude machen kann. G ist gern großzügig. Er führt mich in teure Lokale. Wenn wir ins Hotel gehen, lassen wir uns Champagner aufs Zimmer kommen. Er hat auch schon vorgeschlagen, wir sollten einmal in Champagner baden, falls mir das ein Gefühl von Luxus gibt. Champagner, sagt G, der Sprachbastler, und ich liebe ihn dafür. G verdient ebenfalls gut, aber nicht besser als ich. Er kann sich seine Großzügigkeit vor allem deshalb leisten, weil er eine reiche Frau hat. G bezahlt mich mit dem Geld seiner Frau quasi für sexuelle Dienstleistungen, so könnte man es sehen. Ich schlafe mit G und er steckt mir Geld zu. Ich prostituiere mich aber nicht, ich schlafe gerne mit G. Ich tue es, weil es mir ein Bedürfnis ist. Noch lieber würde ich mit G nicht nur schlafen, sondern auch leben, aber das ist nicht drin. G zahlt nicht für Sex, sondern weil er ein schlechtes Gewissen hat. Er beschwichtigt mich mit Geld, jedenfalls versucht er es auf diese Weise. G bietet Geld statt Zuwendung und Nähe an, das Geld seiner Frau, der er dafür Zuwendung und Nähe schenkt. Ich schaue in den Spiegel und sehe eine Frau im fortgeschrittenen Alter, der man ihr Alter angeblich nicht ansieht, wenn man davon ausgeht, dass sie in ihrem Alter noch älter aussehen müsste. Aber ich sehe einen Hals mit Jahresringen, Kerben neben den Mundwinkeln und müde Augen. Ich sehe eine Frau in einem Alter, in dem Frauen für gewöhnlich nicht mehr Geld kriegen, wenn sie mit einem Mann schlafen, sofern sie nicht auf den Strich gehen, sondern Geld von ihren Ehemännern dafür, dass sie sie stillschweigend mit anderen schlafen lassen oder dafür, dass sie es taktvoll tolerieren, wenn ihre Ehemänner nicht mehr mit ihnen schlafen können. G sagt, er hat immer Geld gegeben, er gehört zu den Männern, die angeblich keine Geschenke aussuchen können aus männlichem Ungeschick. Wenn G Geld schenkt, dann ist das also Schmuck oder Kleidung oder sonst was Schönes. G verwöhnt durch Geld, mit dem man sich was kaufen soll, was einen verwöhnt. G meint, ich weiß selber besser, was das sein könnte, deshalb stellt er mir die Mittel dafür zur Verfügung, den Rest muss ich erledigen. Frauen kaufen doch sowieso gern ein, viel lieber als Männer. G kauft nicht gern ein, das gibt er zu. Er streitet gar nicht ab, dass er Geld auch aus Bequemlichkeit gibt. Die Bequemlichkeit muss ich ihm nachsehen. Sicher will ich ihm auch was Gutes tun und das kann ich, indem ich ihm nachsehe, dass er Geld gibt, statt liebevoll ausgesuchter Geschenke. Als G mir zum ersten Mal Geld überreichte, in einem Kuvert, in einem Billet mit einem anmutigen Text, überlegte ich, ob ich es zurückweisen müsste. Ich hatte den Verdacht, dass ich, wenn mich jemand sehen könnte, verpflichtet wäre, mit großer Geste, mit Empörung, die Annahme zu verweigern. Ich lasse mich doch von dir nicht bezahlen. Aber G sagte, ich solle ihm doch die Freude machen, mir von ihm eine Freude machen zu lassen. Und da kam es mir unangebracht vor, Empörung in sein vergnügtes Weihnachtsmanngesicht zu spucken, in dem das Vergnügen über mein bevorstehendes Vergnügen stand. Und weil sowieso keine Zuschauer da waren, keine Richter über mein Tun und Lassen, keine Beurteiler meiner Moral, nahm ich das Kuvert. Nein, falsch. In Wirklichkeit hätte es mir auch nichts ausgemacht, wenn Zuschauer da gewesen wären. Es bereitete mir Spaß, ein fiktives Publikum in seinem Urteil über mich zu erschüttern. Ich erfreute mich daran, unmoralisch zu sein. Wenigstens das, wenigstens ein bisschen unmoralisch, wenn ich schon nicht bekam, was ich wollte. Sollte er zahlen, soll er sein schlechtes Gewissen doch abzahlen. Seither nehme ich G's Geld oder das Geld seiner Frau, ganz wie man will, aber ich kaufe mir nichts Besonderes darum. Ich gebe es nebenher achtlos aus, lasse es in den Haushalt fließen, kaufe Lebensmittel ein, zahle die Putzfrau damit, blättere es für Benzin hin. Ich lege die Kuverts von G in meine Schreibtischlade und wenn mir beim Fortgehen einfällt, dass ich zu wenig Bargeld in der Brieftasche habe, nehme ich ein paar Scheine aus den Kuverts. G fragt nie, was ich um sein Geld gekauft habe. Würde er fragen, fiel ihm mir schon was ein. Dieser Rock, der Pulli. Ich würde streng darauf achten, nicht zu viel zu nennen. Er soll ruhig den Eindruck haben, dass man sich nur bescheidene Freuden kaufen kann für sein Geld.
Womöglich schläft G mit mir statt mit seiner Frau nur deswegen, weil seine Frau nicht mehr mit ihm schläft. Vielleicht schläft G mit mir gewissermaßen im Auftrag seiner Frau, die ihm die Erlaubnis gegeben hat, sein Triebleben außer Haus zu regeln, damit er ihr nicht zu nahe tritt, sexuell nicht zu nahe tritt, denn ansonsten soll er ja durchaus zur Stelle sein. Natürlich hat ihm seine Frau nicht aufgetragen, sich ausgerechnet meiner Person zu bedienen. Das könnte sie gar nicht, weil sie mich nicht kennt. Aber sie hat ihm aufgetragen, sich zu bedienen, und das tut er jetzt bei mir. G muss mich lieben, sonst hätte er sich ja auch jemand anderen suchen können. Eine aus der Töchtergeneration. Er ist umgeben von schönen jungen Frauen, die ihm schöne Augen machen. Darauf vergisst er nie hinzuweisen. Und außerdem sehe ich, wie die Frauen auf ihn reagieren, und sie reagieren in der Regel mit Interesse. Vielleicht hat aber G mich ausgewählt, weil er gedacht hat, ich werde nicht aufmucken. Junge Frauen stellen Ansprüche. Junge Frauen wollen geheiratet werden, eine Familie gründen, Kinder. Es wäre ein ewiger Unfrieden. Junge Frauen würden ihm das Messer ansetzen, weil sie auch noch andere Optionen haben. Ich, hat sich G möglicherweise gedacht, ich habe sowieso kaum noch andere Optionen. Nicht, dass ich nicht aufmucke, nicht, dass ich ihm nicht das Messer ansetze, nicht, dass es mit mir immer friedlich ist. Wenn mein Groll und meine aufgestaute Wut den Überlaufpegel erreicht haben, bin ich ätzend, abweisend, sarkastisch, vorwurfsvoll, unbequem. Dann zieht sich G zurück und straft mich mit Nichtbeachtung, mit Schweigen, mit nachrichtenlosen Tagen, liefert mich einem echolosen Raum aus, quält mich mit spürbarer Abwesenheit. Wenn G mir nicht gerade grollt, weil ich meinen Groll gerade herauslasse, ist er zärtlich, überwältigend, herausfordernd, witzig, unverschämt. Ich lasse mich provozieren und überwältigen, ich lasse mich fallen, ich schwimme in Seligkeit, da braucht es gar kein Champagnerbad, ich bin wehrlos. Das Ich ist bloß eine sich ständig verändernde Konstruktion, sagen die Hirnforscher, abhängig vom aktuellen Zustand unserer Neurosen, Synapsen und so weiter. Es gibt kein stabiles Ich, sagen sie, keinen fixen Kern, nichts, worauf wir uns verlassen, worauf wir zurückgreifen können, wenn wir auf der Suche nach uns selbst sind. Das scheint mir plausibel. Im Grunde gibt es mich gar nicht. Im Grunde bin ich irgendwas oder irgendwer oder niemand. Wenn ich mir auf den Grund gehe, komme ich drauf, dass auf dem Grund nichts ist. Nichts andauernd Unverwechselbares jedenfalls. Trotzdem leide ich. Wie kann ich leiden, wenn es mich gar nicht gibt? Wieso ist mein instabiles, inexistentes Selbst zu wehleidig? Und wieso zum Teufel sollte G so viel Schmerz wert sein? Nicht, dass ich wirklich keine anderen Optionen hätte. Meine Optionen, Joe zum Beispiel. Auch Joe führt mich zum Essen aus und würde vielleicht Champagner spendieren, wenn ich Champagner wollte. Aber Joe ist reserviert und redlich. Reserviert und redlich bin ich selber. G ist offensiv und herzlich, unbekümmert, überschwänglich. Zumindest erweckt G den Eindruck, so zu sein, denn G ist ein Schlitzohr. Er weiß, wie er sich wem darstellen muss. G erweckt zudem den Eindruck, mitfühlend und fürsorglich zu sein. Das gefällt mir und wiegt mich in falscher Sicherheit, denn tatsächlich kann ich mich auf G nicht verlassen. Wenn ich ihn brauche, ist er nicht verfügbar. Auch für alle anderen, die sich für mich interessieren, erstaunlicherweise für mich interessieren, gilt, sie sind nicht G. Statt dankbar zu sein, weil sich immer noch Männer für mich interessieren, die noch dazu redlich und aufrichtig sind, zu sein scheinen, genauer gesagt, aber da G ja auch nicht ist, was erscheint, sollte mir ein eventueller bloßer Schein nichts ausmachen. Stattdessen bestehe ich undankbar auf G. Ich könnte G's Geld oder das Geld seiner Frau auch in den Mistkübel stopfen, es würde mir nicht abgehen. Es hebt meinen Lebensstandard nicht wirklich, aber warum sollte ich? Ich nehme es und gebe es aus, achtlos, lieblos. G gibt mir nicht, was ich brauche. Na, falsch. Das lasse ich jetzt weg. Warum spreche ich von G, wenn ich von G spreche und nicht von Gustav Georg Gerd? Halte ich seinen Namen geheim, sogar vor mir, weil seine Frau nichts erfahren darf? Habe ich mir seine Vorsicht zu eigen gemacht? Ist mir doch egal, ob seine Frau was erfährt. Ich muss doch nichts geheim halten. Aber nein, ich schütze und schone ihn. Mir soll er keinen Vorwurf machen können, an mir soll es nicht liegen, wenn seine Frau was erfährt. Ich schütze mich vor seinem Zorn. Oder ist es Kastration? Ich schneide G die folgenden Buchstaben seines Vornamens weg. Ich schneide weg, was seinen Vornamen ausmacht. Was ich übrig lasse, ist G. G könnte für jeden beliebigen Gustav Georg Gerd stehen. Ich beraube G seiner Individualität, seiner Identität, seiner Stärke, seiner Männlichkeit. G legt Wert darauf, ein sehr männlicher Mann zu sein. So einen zu kastrieren, zahlt sich aus.
Ich habe keinen Stolz, sagen meine Freundinnen, wenn ich Geh hinterher winsle. Aber was habe ich zu verlieren außer Geh? Bin ich weniger wert, wenn ich Geh liebe, der es nicht wert ist, von mir geliebt zu werden? Wer sagt, dass die Liebe immer denen gelten muss, die sie verdienen? Ich liebe Geh nicht für seinen edlen Charakter. Ich liebe Geh, ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht aussuchen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Geh nicht lieben, sondern einen, der es verdiente. Ich kann meinem Körper nicht befehlen, auf irgendeinen Beliebigen so zu reagieren, wie er auf Geh reagiert. Ich kann meine Hände nicht zwingen, nach Händen greifen zu wollen, die nicht Gehs Hände sind. Ich kann meine Hände nicht abhalten, Gehs Hände halten zu wollen. Geh und ich haben meine Abmachung, aber er hält sich nicht daran. Die Abmachung lautet, Geh soll mich nicht mit Mitteilungen aus seinem Ehealltag behelligen. Ich mag mir das Ehepaar Geh bei seinen gemeinschaftlichen Unternehmungen nicht ausmalen. Keine News aus dem A-Hörnchen- und B-Hörnchen-Nest. Das wird man doch noch verlangen dürfen. Wenn Geh seinen Alltag nicht mit mir teilen mag, dann soll gar kein Alltag zwischen uns sein. Schon gar keiner, den er mit einer anderen teilt. Aber es funktioniert nicht. Geh lässt seinen Alltag auf unsere Insel. Geh erzählt in der Wir-Form aus seinem Leben. Da waren wir, da haben wir in unserem Haus unsere Nachbarn. Wir sind am Samstag eingeladen. Soll ich sagen, ich war in der Chile-Ausstellung, wenn ich mit meiner Frau dort war, fragt Geh. Soll ich sagen, ich fahre demnächst auf Urlaub, wenn du doch genau weißt, dass ich nicht allein fahre? Ja. Warum? Darum. Weil mir Geh nicht als eine Hälfte von einem zweisamen Wesen gegenübertreten soll. Wenn Geh wir sagt, dann soll er sich und mich meinen. Wenn er nicht sich und mich meint, dann soll er nicht wir sagen. Wenn ich Geh treffe, will ich Geh treffen und kein wir, zu dem ich nicht gehöre. So einfach ist das. Joe ist kein Verführer. Joe ist sachlich und pragmatisch. Joe sieht uns unter dem Gesichtspunkt, zusammen wären wir mehr als einer. Das heißt nicht, dass er nicht verliebt ist in mich. Joe will ja nicht irgendeine Zweite, um mit ihr nicht einsam zu sein, sondern mich. Mit mir wäre er nicht einsam. Ich mit ihm schon. Joe braucht keine romantischen Inszenierungen. Ich schon. Er glaubt wahrscheinlich, es ist anständig und taktvoll von ihm, dass er mich nicht verführen will, damit ich mich mit klarem Kopf entscheiden kann. Ich will mich jedoch nicht mit klarem Kopf entscheiden, ich will den Kopf verlieren. Joe sucht meine Nähe, hat Sehnsucht nach mir, wenn ich nicht bei ihm bin. Ich habe keine Sehnsucht nach Joe. Ich nehme seine Gesellschaft hin, wenn sie sich ergibt, sie ist mir zeitweilig angenehm, aber nicht mehr. Ich kann Joe nicht riechen. Joe riecht nach nichts. Geh riecht auch nicht wirklich nach sich, er riecht nach einem teuren Aftershave, so wie ich nicht nach mir rieche, sondern nach Parfum. Ich liebe Gehs Aftershave, ich liebe Gehs Aftershave an Geh. Geh geht mir unter die Nase. Vielleicht sollte ich Joe einmal ein Aftershave schenken. Wenn ich mit Geh ausgehe, zahlt Geh für uns beide. Geh duldet nicht, dass ich meinen Teil der Rechnung oder gar einmal die ganze Rechnung übernehme. Wir gehen in teure Lokale und bestellen, ohne die Preise auf der Speisekarte zu beachten. Wir lassen es uns gut gehen. Geh sorgt dafür, dass es uns gut geht. Ich lasse es mir auch allein nicht schlecht gehen, trotzdem freue ich mich, dass Geh für einen schönen Abend mit mir keine Kosten scheut. Wenn ich mit Joe essen gehe, bezahlen wir jeder für sich, manchmal laden wir einander auch ein, wechselweise. Das ist im Prinzip in Ordnung. Eigentlich ist es sogar mehr in Ordnung als Gehs altmodische Kavaliersgesten, weil es viel mehr meinen Grundsätzen entspricht. Wie kommt es, dass ich Joe seine Knausrigkeit, denn so nenne ich sein Verhalten bei mir, übel nehme und Gehs von mir sogenannte Großzügigkeit so sympathisch finde? Joe wirtschaftet überlegt. Wenn ich mich mit Joe auf eine Lebenspartnerschaft einließe, käme mir sein vernünftiges, maßvolles Wirtschaften möglicherweise zugute. Mit Joe kommt man sicher auf einen grünen Zweig, mit Geh hingegen wahrscheinlich nur in teure Lokale. Ich frage mich, ob es mir nicht einfach lieber ist, in teure Lokale zu kommen. Nicht, dass ich Geh dazu brauche. Ich kann mir teure Lokale auch ohne Geh leisten. Ich gehe mit Freundinnen ebenfalls Champagner trinken. Aber mit Geh ist es genussvoller. Erstens, weil ich dann Gehs Gesellschaft habe und außerdem, weil mir Geh ein Prinzessinnengefühl gibt, indem er die Rechnung übernimmt und so tut, als wäre Sorglosigkeit mein Geschäft. Mit Joe kann ich nicht teuer essen gehen, nicht einmal, wenn ich ihn einlade, denn Joe ist Verschwendung an sich ein Gräuel.
Das ist ja wahnsinnig, sagt Joe nach einem Blick auf die Speisekarte. Gerade, dass er mir nicht vorrechnet, wie viel Zinsen das Geld auf der Bank tragen würde, dass er hier in Jakobsmuscheln, getrüffeltes Erdäpfelpüree und Basilikumpesto investieren soll. Um das, was die für ein Glas Riesling verlangen, kaufe ich mir in der Weinhandlung eine ganze Flasche und trinke sie daheim, sagt Joe. Mir ist aber gerade nicht nach daheim trinken, sage ich. Mir auch nicht, sagt Joe, aber wer sagt, dass wir ausgerechnet hier trinken müssen? Ich. Ich würde es sagen, wenn ich mehr Lust hätte, mit Joe zu streiten. Unentwegt gebe ich dem Schicksal die Chance, mir einen über den Weg zu schicken, der das Potenzial hätte, G zu entthronen. Aber das Schicksal nimmt seine Chancen nicht wahr. Zum Beispiel reise ich beruflich viel. In jedem anständigen Drehbuch wäre vorgesehen, dass ich auf einer meiner Reisen einem spannenden Mann begegne. Zum Beispiel fliege ich nach Zürich, einem Ort, der gebieterische, erfolgreiche, wirtschaftlich potente Männer anziehen müsste. Und es wäre naheliegend, dass ich im Flugzeug neben so einem zu sitzen und ins Gespräch käme, und wäre mein Leben ein Film, wäre er obendrein Single und an mir interessiert und charmant und nicht nur wirtschaftlich potent. Gebieterische, erfolgreiche, wirtschaftlich potente Männer mögen ihre Macken haben, aber das Schicksal könnte mich ruhig ausprobieren lassen, ob ich damit zurechtkäme. Stattdessen lande ich neben einer übellaunigen Frau mit strähnigen Haaren, die die Stewardessen anbellt. Für das Anbellen von Stewardessen hätte ich unter anderen Umständen sogar ein gewisses Verständnis, denn meiner Erfahrung nach sind Flugbegleiterinnen, jedenfalls auf diesen Business-Transportern von und zu den Umschlagplätzen von Geld und Macht, frauenfeindliche Luder, deren Aufmerksamkeit man nachdrücklich einfordern muss, damit sie einem zwischen all dem Gegurre, mit dem sie die männlichen Passagiere umschmeicheln, auch einmal einen Drink vorbeibringen. Wahrscheinlich träumen sie ebenfalls davon, einen Goldesel abzustauben, wenn sie sich nur tüchtig anstrengen. Aber gerade auf diesem einen Flug nach Zürich, auf dem die Frau mit den strähnigen Haaren neben mir sitzt, und sind die Stewardessen ausgesprochen freundlich, weshalb ich mich innerlich sofort mit ihnen solidarisiere und eine mentale Proletarierfront aufbaue, von der die mit den strähnigen Haaren freilich nichts merkt. Was für eine Ressourcenvergeudung vom Schicksal, mich und meinen Zürichflug mit diesem Reinfall von einer Sitznachbarin zu koppeln. Ich verstehe schon, dass alte Männer sich von jüngeren Frauen sexuell angezogen fühlen, weil sie sich die eigene Jugend zurückholen wollen, wenn sie sich mit ihnen paaren. Aber ich begreife nicht, ob und wenn ja, wie es ihnen gelingt, sich selber als jungen Mann zu erleben, wenn sie sich mit jungen Frauen paaren. Ich würde mich nicht als junge Frau erleben, wenn ich mich mit einem attraktiven jungen Mann paarte, obwohl es mir leichter fiele, mich mit einem jungen Körper einzulassen als mit älteren, außer es geht um G's Körper. Ich würde mich in seinen Augen nicht als die junge Frau wiedergespiegelt sehen, die ich in meinem Kopf wäre, und das würde mich irritieren. Ich habe keinen Stolz, ich mache mich zum Narren wegen meiner Vernarrtheit in G. Ich bin wie diese unglücklichen Künstler, die sich zum Narren gemacht haben, für irgendwelche unwürdigen Frauenzimmer, statt die Würdigen zu beachten und zu lieben. Wir kennen ihre Schicksale. Bedeutende Männer, die darauf bestanden haben, unbedeutende Frauen anzubeten und an ihnen zu leiden. Frauen, die nichts vorzuweisen hatten, außer dem Talent, große Künstler leiden und an sich verzweifeln zu lassen. Wieso bin ich nicht die Angebetete, sondern die Anbetende? Ich bin der arme Kokoschka und G ist meine Alma, vielleicht auch nur meine Puppe. Aber leider rechtfertige ich die Preisgabe meiner Würde nicht durch große Kunstwerke, die deswegen groß sind, weil sie in meinem würdelosen Leid reifen durften wie Wein in Eichenfässern oder Käse auf Fichtenholz. Mein würdeloses Leid bringt keine großen Kunstwerke hervor. Ich achte nicht wegen G auf mein Gewicht, sondern weil mir mein Selbstbild eine schmale, schlanke Frau zeigt. So kenne ich mich, so mag ich mich, so will ich bleiben. Ich weiß, dass es mich irritieren würde, im Spiegel nicht die schlanke Person zu erblicken, als die ich mich sehe, wenn ich an mich denke. Ich weiß es, denn eine kurze Zeit in meinem Leben, sie liegt lange zurück, als ich täglich für meine Familie kochte und mit ihr aß und schon während des Kochens aß und ständig Appetit hatte, weil ich so viel ans Einkaufen, Kochen und Essen denken musste, war ich geradezu verstört, sobald ich in den Spiegel schaute. Ich erkannte mich in der Frau, die ich sein sollte, immer weniger, weil die Frau im Spiegel immer mehr wurde. Allerdings würde mich G, wenn ich nicht auf mein Gewicht achtete, nicht attraktiv finden.
Ich selber ist nicht der Schlankste, aber er mag nur schlanke Frauen. Dekustibus. Ich achte auf mein Gewicht, ich bleibe schlank, ich creme meinen Körper mit hautpflegenden Substanzen ein, ich entferne Achsel- und Schamhaare und die Haare auf meinen Beinen. Ich zupfe meine Augenbrauen, mein Kopfhaar ist dicht und glänzend, seine Farbe sieht natürlich aus und ist das Ergebnis von dreierlei kunstvoll aufgetragenen Braun- und Goldschattierungen, die sich mit meinen weißen Strähnen mischen. Ich dusche meine Wimpern, ich gehe zur Fußpflege und lackiere meine Zehennägel. Ich unterwerfe mich dem herrschenden Schönheitsdiktat. Ich habe nicht die Kraft, mein eigenes Schönheitsideal zu erstellen und es gegen das diktierte Schönheitsideal zu verteidigen. Ich habe nicht die Kraft, unschön zu sein nach gängigen Maßstäben. Ich habe nicht die Kraft, mich einfach oder justament schön zu fühlen, wenn ich den gängigen Schönheitsnormen nicht halbwegs entspreche. Ich bin noch in der angenehmen Lage, über Botox nicht nachdenken zu müssen, weil meine Lippen einstweilen nicht ausschauen, als wären sie mit feinen Stichen in meinem Gesicht festgenäht und weil sich die Furchen auf meiner Stirn in Grenzen halten. Wenn ich Glück habe, gerate ich nach meiner Mutter, die erstaunlich faltenarm und blieb bis ins hohe Alter. Falls nicht, weiß ich nicht, was siegen wird. Meine berechtigte Furcht vor Gift, Skalpell und Narkosen oder meine Unfähigkeit, meinen physischen Abstieg hinzunehmen. Nein, keine Silikonbrüste und Ähnliches. Alles, was sich mit Kleidung, Unterwäsche und Beleuchtungszauber kaschieren lässt, bleibt unangetastet. Makellos war ich nie, damit kann ich leben. Aber das bedeutet nicht, dass ich bereit bin, eine beliebige Zahl neu hinzukommender Makel zu akzeptieren. Ich will meinen Makelbestand halbwegs konstant halten oder zumindest nur in Grenzen wachsen lassen. Was immer ich unter Verzicht auf Folter und Selbstverstümmelung verhindern oder ausbügeln kann, werde ich verhindern oder ausbügeln lassen. So viel steht fest. Nicht alle meine Freundinnen heißen das gut. Sie kritisieren, dass ich für Geh, wie sie behaupten, meinen Süßigkeitenverzehr knapp halte und stundenlang bei der Friseurin sitze. Sie reden der naturbelassenen Körperbehaarung das Wort, sie erklären, in Würde altern zu wollen. Sie sind angeblich stolz auf ihre Falten. Sie versichern einander, dass sie mit ihrem grauen Haar, nein, wegen ihrer grauen Haare und ungezupften Augenbrauen, von den unrasierten Achseln ganz zu schweigen, viel schöner seien als alle die manipulierten Sklavinnen des Jugendkults. Sie sagen, wenn die Liebe ihrer Männer von ihrem jugendlichen Aussehen oder von rasierten Achseln abhinge, dann würden sie sich auf der Stelle von ihren Männern trennen. Sie sind sich der unerschütterlichen Liebe ihrer Männer sicher. Oder sie warten gerade wieder auf einen Mann, der sie unerschütterlich lieben wird, samt Körperbehaarung und Übergewicht, das man natürlich nicht Übergewicht nennen darf, wenn man sich nicht als hohlköpfige Befürworterin der Magersucht outen will. Ich antworte, dass ich nicht für G bei der Friseurin sitze, sondern für mich. Aber in Wirklichkeit sitze ich sowohl für mich als auch für G bei der Friseurin. Ich möchte mir gefallen und ich möchte G gefallen. Ich möchte überhaupt gefallen. Am wenigsten allerdings denjenigen, denen ich bloß dann gefallen würde, wenn ich allen anderen nicht gefiele. So, doch, es geht noch, ne? Ja. Schau jetzt noch. Das haben wir schon. Tja, na gut, ich lese das. Ich war mit Joe Abendessen, wir haben eine Flasche Wein getrunken und nun bin ich müde. Joe schlägt vor, ich soll bei ihm übernachten, statt den weiten Weg zu mir nach Hause zu fahren, mit dem Taxi, weil es ein Vermögen kosten würde, oder mit meinem Auto, wofür ich nicht nüchtern genug bin. Ich sträube mich halbherzig. Der Gedanke, nur mehr um die Ecke gehen zu müssen, ist verlockend und außerdem halte ich es weinselig für möglich, dass Joe und ich doch noch irgendwie in eine erotische Verstrickung geraten. Joe sagt, ich soll mich nicht bedrängt fühlen, er bietet mir wirklich nur ein Bett an, was immer ich darin mache oder nicht mache, er wird es akzeptieren. Na schön, sage ich. Wir wanken um die Ecke und fahren mit dem Lift in Joes Wohnung. Joe lehnt neben mir im Lift, ich überlege, ob ich mich an ihn lehnen soll, aber nichts an seiner Haltung signalisiert seine Bereitschaft zur Nähe und mir irgendwo in mir regt sich der Wunsch, seine Haltung zu ändern. Wenn sich zwischen uns was abspielen soll in seinem Bett, dann müsste er spätestens jetzt ein Ritual der Verführung beginnen. Ja, ich will verführt werden, das ist Joes einzige Chance. Er muss von sich aus alles daran setzen, dass ich ihn doch noch als begehrenswert in Betracht ziehe, sonst läuft nichts. Sein Problem, wie er das macht,
Es wird nicht leicht für ihn sein. G hat mich dazu gebracht, ihn verführen zu wollen. Joe verführen zu wollen liegt mir fern. Alles, was ich ihm einräume, ist eine vage Option auf eine erfolgreiche Verführung meinerseits, wenn er sich gewaltig anstrengt. Joe tritt aus dem Lift, sperrt seine Wohnungstür auf, geht in seine Wohnung, macht Licht. Ich folge ihm. Willst du wirklich ein Gästebett? Fragt er mit Betonung auf Gäste. Ja, sage ich. Joe holt Bettzeug aus einem Schrank und legt es auf das Sofa in seinem Wohnzimmer. Ich setze mich aufs Sofa schwindelig und untersage mir daran zu denken, wie gern ich G bei mir hätte statt Joe. Soll ich dir das Bett machen? Fragt Joe mit Betonung auf ich. Mache ich schon selber, antworte ich. Ich rolle mich zusammen und schließe die Augen. Joe geht durchs Zimmer und hört seinen Anrufbeantworter ab. Er geht hin und her und räumt seine Sachen von da nach dort. Ich höre ihn gehen und räumen, öffne die Augen, halb ab und zu tappt er durch mein Blickfeld. Stört es dich, wenn ich noch kurz fernsehe, fragt er. Fühl dich wie zu Hause, murmle ich. Er lacht. Er wirft sich in einen Fauteuil, schaltet den Fernseher ein, zappt durch die Programme und bleibt an Columbo hängen. Bei Gelegenheit sollte man die Rolle von Columbo als Konstante im deutschsprachigen TV-Programm wissenschaftlich untersuchen, denke ich schläfrig. Ich erwarte keine Verführungsrituale mehr, das erleichtert mich. Jetzt hoffe ich nur noch, dass sich Joe bald aus seinem Wohnzimmer trollt, damit ich endlich schlafen kann. Columbo wird durch Werbeeinschaltungen unterbrochen, ich habe die Augen geschlossen. Frauenstimmen stöhnen, Männerstimmen versprechen geilen Telefonsex unter folgender Nummer. Ich höre Joe aufstehen und blinzle. Joe steigt aus seiner Hose, er legt sie sorgfältig gefaltet über den Fauteuil, dann zieht er das Hemd aus. Vielleicht zieht er sich immer im Wohnzimmer aus, denke ich mir beunruhigt. Vielleicht ist das eine Gewohnheit, die ihm gar nicht weiter bewusst ist. Joe lässt seine Unterhose fallen. Ich blicke auf sein bleiches Hinterteil. Ein unauffälliges Hinterteil. Nicht nackig, aber auch nicht sichtbar schlaff. Keine Runzeln. Wahrscheinlich nicht schlechter in Schuss als meins. Er dreht sich um und kommt aufs Sofa zu. Ich könnte vorgeben zu schlafen, aber wer weiß, womöglich liegt er dann plötzlich auf mir. Träge schaue ich ihm entgegen und verbiete mir, meine Augen auf sein Geschlechtsteil zu richten. Nur keine Intimitäten, nicht einmal optische. Trotzdem sehe ich sein baumelndes Ding. Ja, Ding, sonst nichts. Und es baumelt, was ebenso beruhigend wie beleidigend ist. Später werde ich brustend lachen. Hoffentlich lache ich nicht gleich los. Joe steht vor mir, setzt sich an den Rand des Sofas und sagt grinsend, rück ein bisschen. Das wäre alles, was ihm einfiele. Biederer Ehepaar, gute Nacht, Sex nach Columbo. Ich schüttle den Kopf. Er grinst weiterhin. Na komm, sagt er, sei doch nicht so. In mir steigt eine heftige Abneigung auf gegen sein Grinsen, seinen Hundeblick, seinen im Sitzen gebeugten Rücken. Seine tollpatschigen Hände, die auf seinen Oberschenkeln liegen, als würden sie nicht zu ihm gehören. Jeder andere, nur nicht er. Der Architekt fällt mir ein, mit dem ich am Vormittag wegen eines Projekts verhandelt habe. Ich sah ihn von der Seite an und dachte mir, mit dem könnte ich mir es vorstellen. Vielleicht ist er ein Haustyrann, vielleicht ist er ein polygamer Scheißkerl. Vielleicht würde er bei näherer Bekanntschaft Meinungen äußern, von denen ich mich distanzieren müsste. Aber er hat was. Dieser breitschultrige, breitbrüstige, muskulöse, lebensfrohe Kerl ist sicher ein aufregender Liebhaber. Wieso strahlt einer trotz zu viel Sonnenbräune, trotz zu viel Silber in den vielen Haaren auf Anhieb aus, was ich an Joe nach längerem Umgang und sorgfältiger Prüfung noch immer nicht entdecken kann? Eine Verheißung, eine Verlockung, ein Versprechen. Zwei Erklärungen bieten sich an für den nackten, albern lächelnden, mit gebeugtem Rücken bei mir auf der Sofakante sitzenden Joe. Entweder ist das alles, was er kennt und zu bieten hat. Hose über die Fauteuillehne gelegt und ein bettelnder Blick. Um zu uninszeniertem, uninspiriertem Geschlechtsverkehr der Sorte Mama und Papa machen's, weil's dazugehört, zu kommen, dann tut er mir leid. Oder er findet, dass uninszenierter, uninspirierter Geschlechtsverkehr genug Aufwand für mich ist, dann ist er anmaßend. Beides passt mir nicht. Ich räume Joe nicht die Macht ein, meine Eitelkeit zu verletzen und ich will mich ihm gegenüber nicht schuldig fühlen, weil ich ihn vergeblich betteln lasse. Hör zu, sage ich, vernünftig, sachlich, wieder nüchtern, das bringt doch nichts. Wir küssen uns den ganzen Abend nicht einmal vorhin im Aufzug. Du schaust dir Columbo an und vergisst nicht, deine Hose zusammenzulegen. Und jetzt sitzt du hier und willst was? Eine kleine Turnübung nach dem Zähneputzen? Joe sagt nichts, er grinst weiter, seine Mundwinkel sind starr nach oben gezogen und er schaut mich hündisch an. Ich klopfe ihm kumpelhaft auf die Schulter. Tut mir leid, sage ich, tut mir leid, es geht nicht. Er steht auf und trottet aus dem Zimmer. Ich bleibe bis zum Morgen, weil ich nicht sicher bin, ob sich das Haustür nachts ohne Schlüssel öffnen lässt. Auf Joes Wohnzimmersofa schlafe ich angezogen, schlecht, unruhig, wenig.
In der Früh kommt Joe aus seinem Schlafzimmer lächelnd, als wäre es ganz normal, dass er mich in seiner Wohnung vorfindet, und bietet mir an, Kaffee zu machen. Ich nehme an, weil meine Ablehnung melodramatisch vorkäme. Wir trinken Kaffee und teilen uns die Morgenzeitungen. Sie begegnet dann später einem Freund von diesem Joe und der erzählt ihr dann eine ganz andere Fassung dieses Abends. Aber gut. Mein langjähriger Automechaniker ruft mich an, er will sich von mir verabschieden. Er verlässt die Werkstätte, er geht in Pension. In Hinkunft wenden Sie sich bitte an. Ich will mich aber nicht an Menschen wenden, die jünger sind als ich. Ich will mich nicht an Menschen wenden, die meine Kinder sein könnten. Ich will mich an Autoritäten wenden können, wenn ich etwas brauche, auf Gebieten, auf denen ich mich nicht auskenne. Autoritäten haben älter zu sein als ich. Autoritäten haben einen Wissensvorsprung, der sich in einem Altersvorsprung auszudrücken hat. Ich will Erfahrung, Kompetenz, Überlegenheit. Es ist unmöglich, dass ein Mensch, der jünger ist als ich, über die nötige Erfahrung, Kompetenz und Überlegenheit verfügt. Ich selber bin ja nicht erfahren genug. Ich habe noch lange nicht genug Erfahrungen gesammelt, um mich reif und überlegen zu fühlen. Wenn andere, die jünger sind als ich, sich nicht unerfahren fühlen, sondern erfahren genug, dann stimmt was nicht mit ihnen. Wie komme ich dazu, dass die Ärzte meines Vertrauens nach und nach in Pension gehen, dass sich die Apothekerin, an die ich gewöhnt bin, in den Ruhestand verabschiedet, dass die Kosmetikerin zusperrt und jetzt auch noch der Automechaniker? Wenn ich könnte, würde ich es ihnen verbieten. Das gehört sich nicht. Als ich jung war, gingen Menschen in Pension, weil sie wirklich alt waren und wurden durch Fachleute ersetzt, die immer noch ein gutes Stück älter waren als ich. Das war in Ordnung. Aber jetzt verlassen mich Gleichaltrige, nur um sich ein feines Leben ohne mich zu machen. Schutzlos lassen sie mich zurück. Verloren stehe ich in der Apotheke, vor der neuen Ordinationshilfe der neuen Ärztin, in der Autowerkstatt, in der man mich nicht mehr als geschätzte Stammkundin begrüßen wird, sondern nur noch als eine Art Restposten, eine von den möglicherweise lächerlichen Figuren, die der Alte hinterlassen hat. Die Autoritäten, denen ich vertraut habe, liefern mich aus an unbekannte junge Leute, denen es bestimmt völlig egal ist, ob ich ihnen vertraue. Und falls ich ihnen vertraue, dann schreiben sie es seniler Hilflosigkeit zu. Irgendwie müssen sie das Missverhältnis ja erklären, das daraus entsteht, dass sie jung, aber Autoritäten sind, während ich älter bin, aber keine Autorität. Jedenfalls nicht auf dem Gebiet, auf dem sie sich auskennen. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich als hilflose oder als störrische Alte gesehen werden will. Was für Optionen. Herzlichen Dank. Können Sie es sich nicht noch einmal überlegen, frage ich den Automechaniker. Er hält es für einen Scherz und wir lachen beide herzlich. Ich habe noch zwei kurze Stellen. Die eine setzt hier quasi fort: Ich will keine graue Alte werden, schon deswegen nicht, weil ich gut behandelt werden möchte. Graue Alte werden nicht gut behandelt. Ich mache durch Auftreten und Aussehen klar, dass man mit mir nicht nach Belieben verfahren kann. Ich sehe aus wie eine, die sich nichts gefallen lassen muss, und so möchte ich weiterhin aussehen. Wer arm und alt und grau daherkommt, hat schon verloren. So eine signalisiert durch ihren bloßen Anblick, dass sie sich alles Mögliche gefallen lassen muss. Es gilt, nach finanzieller Potenz auszusehen. Das ruft Respekt hervor. Finanzielle Potenz heißt generelle Potenz. Sogar ein Krückstock in der Hand einer finanziell potent erscheinenden Person wird nicht zum Symbol körperlichen Machtverlusts, sondern zur potenziellen Waffe, mit der nach Unbotmäßigen geschlagen werden kann. Was kostet die Welt? Ich kaufe sie mir, wenn sie nicht nach meiner Pfeife tanzt. Danach muss man ausschauen. Je älter man wird, desto mehr. Und jetzt ende ich justament mit einer gar nicht lustigen Stelle. Wieder einmal schrecke ich nachts hoch mit hämmerndem Herzen, schweißnass, panisch. In meinem Kopf wiederholen sich eine Frage und eine Antwort. In welche Altersgruppe gehören Sie? Ich gehöre in die Altersgruppe und darüber. Ich taste nach dem Schalter meiner Nachttischlampe, mache Licht, blinzle benommen ins Helle. Wohin ist die Zeit verschwunden? So schnell vorbei, ich hatte ja gar keine Zeit. Gebt mir meine Zeit zurück, damit ich sorgfältiger mit ihr umgehen kann. Ich hatte doch keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass sie nicht wiederkommt, wenn ich sie achtlos hinter mich bringe.
Wieder einen Tag geschafft, eine Woche, ein Jahr, gearbeitet ohne aufzuschauen, die Kinder großgezogen, ohne Luft zu schöpfen und nun vorbei. Vorbei, so viele Momente nicht genossen, nie innegehalten. Am liebsten alles wieder auf Anfang, wie beim Film oder doch wenigstens zurückspulen. Augenblicke bewusst wahrnehmen und auskosten. Ich habe Angst vor dem, was hinter der Zeit kommt. Dankeschön.